Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren, hier zurück zu Let's Play Mass Effect. Ja, in der letzten Folge haben wir Tali dazu bekommen mit einer schönen Überraschung, nämlich dass sie auch noch was gegen Saren hat, womit wir unsere Hauptquest weiter aufmachen kann. Und ja, untersuchen noch her. Wie lange Forschungsdauer. werden diese Forschungsarbeiten denn dauern? Das ist eine Langzeitstudie. Die Leichen werden wohl noch ein Jahr oder länger untersucht werden. Anzahl der Sie Leichen. haben so viele Leichen für die Forschungen. Können Sie nicht auf eine verzichten? Nur ganz wenige Leichen weisen diese neue Art Waffenverletzung auf. Und die wenigsten sind gut genug erhalten für Forschungszwecke. Außerdem benötigen wir so viele Leichen wie möglich, um zu vernünftigen statistischen Werten zu kommen, Commander. Forschungsergebnisse. Wann kann mit neuen Technologien aufgrund der Forschungsergebnisse gerechnet werden? Wenn wir Glück haben, werden wir in ein paar Jahren ein paar Technologien entwickelt haben. Das ist aber nicht richtig. Ich verstehe Ihr Interesse, aber es ist nicht richtig, den Leichnam zu beschlagnahmen. Commander, gerade Sie sollten wissen, wie weit wir gehen müssen, um die Menschheit zu schützen. Trotzdem ist es nicht richtig. Das ist es nicht wert. Um jeden Preis trotzdem nicht richtig. No, die humanitären Werte haben immer noch Priorität und es ist mein Job, dafür zu kämpfen. Schon gut, Commander, ich gebe auf. Es war schon nicht einfach, Mr. Bartia loszuwerden und ich will keinen Ärger mit Ihnen riskieren. Sagen Sie Samisch, dass die Leiche zur Erde zurückgebracht wird. Ich werde mich selbst gleich drum kümmern. So muss das gelaufen. Nochmal vorbildlich noch ein paar Sachen kassiert. Ich habe keine Zeit für einen Schwatz. Ich bin sehr beschäftigt. Was für ein seltsamer Ort. Und die haben nichts zu sagen, also nichts Interessantes. Oh ne, da geht's zum Executor. Der Axel. Der Executor. Ne, da lang. Ne, ja nicht. Diplomatienarchiv. Ich wusste doch, dass ich hier nochmal hingehen sollte. Damit haben wir nämlich nochmal was im Kodex freigeschaltet. Und auf das gute Türchen. Und sprechen wieder mit Samesh. Hallo nochmal, Commander. Haben Sie etwas gehört? Sie kommt nach Hause. Ist erledigt. Ich habe die Sache geregelt. Sie kommt nach Hause. Ich habe Mr. Bosca verdeutlicht, wofür wir wirklich kämpfen. Ihre Frau kommt nach Hause zurück. Ich danke Ihnen. Ich werde nach Hause gehen und alles vorbereiten. Es macht mich nicht glücklich, aber es tröstet mich. Auf Wiedersehen, Commander. Super. Ja, haben wir dich noch was? Ach ja, stimmt ja. Transit System, hallo. Was im Präsidium? Nee. Bezirke. Merkte. Ich liebe diesen Ort. Die Massen, die Action. Einfach fantastisch. Und was sagst du? In diesem Bezirksarm gibt es ernsthafte Kriminalität. Wahrscheinlich, weil die Sicherheitsakademie so nah ist. Tja, wenn du da mal recht hast. Ach ja, ich sollte ja nur einen Flachs, ich Trottel. Da gibt's ja auch noch was. Gut. Lucky Lucky ins Flaxi Flaxi. Was? Jeder weiß, dass Fist mit den Kriminellen unter einer Decke steht. Hey, schön hier noch einen Menschen zu sehen. Mir sind die Hände gebunden, Rita. Hallo Rita. Oder Dora. Willkommen im Flux. Ich bin Doran. Was kann ich für Sie tun? Flux? Ist das ein Casino? Ja, unter anderem. Wir haben oben einige Quasartische, falls Sie interessiert sind.
Könnt Ihnen dieser Laden? Sind Sie der Besitzer? Besitzer, Koch und Barkeeper. Ab und zu tanze ich auch, wenn es mich überkommt. Wir haben oben einige Quasartische, falls Sie interessiert sind. Auf Wiedersehen. Viel Spaß hier im Fluss. Rita. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Was kann ich für Sie tun? Probleme. Was haben Sie mit dem Volus besprochen? Mit Doran? Ich habe ihn nur etwas wegen meiner Schwester gefragt. Sie hat für Doran gearbeitet, bevor sie... Ich wollte sie nicht mit meinen Problemen langweilen. Schon in Ordnung. Sprechen Sie weiter. Jetzt sprechen Sie schon. Bin schon weg. Schon in Ordnung. Sprechen Sie weiter. Ich möchte hören, was Sie zu sagen haben. Gut, okay. Meine Schwester hat hier gekündigt, um in Koras Nest zu arbeiten. Das Problem ist, dass sie als Informantin für die Zitadellsicherheit arbeitet. Sie wissen schon, die Leute dort ein bisschen aushorchen. Wenn sie herausfinden, was sie da tut, werden sie sie töten. Nicht gut. Ist sie in solcher Gefahr? Und? Nicht gut. Als Informant lebt man gefährlich. Das habe ich ihr auch gesagt. Ich weiß nicht. Manchmal glaube ich, sie bleibt nur da, um mich zu ärgern. Zitadell-Sicherheit schon informiert? Kennen Sie Ihren Kontaktmann bei der Zitadell-Sicherheit? Nein. Das ist alles streng geheim. Das letzte Mal sagte man mir, ich soll mich raushalten, um Jenna nicht zu gefährden. Ich werde mit ihr reden. Ich muss gehen. Überlassen Sie das mir. Ich werde mit ihr reden. Vielleicht kann ich ihr klar machen, wie gefährlich Koras Nest ist. Würden Sie das? Das wäre toll. Aber sagen Sie ihr nicht, dass ich sie schicke. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen, sonst... Jetzt haben wir nämlich noch mehr Aufträge. Weil ich vergessen habe, hier nochmal nachzugucken. Nochmal vor allen Dingen. Gast. Hallo, Gast. Ich warte auf jemand anderes. Warum? Niedrigeinsatzgehorsam, ja. Ich kann es dir mal zeigen. Kosa, 20 Kreditspiele. Kommen Sie so nah wie möglich an 20 ran, ohne darüber hinweg zu schießen. Auszahlung 14 oder weniger 0 Credits. 15, 5 Credits, 16, 10 Credits, 17, 20 Credits, 18, 25 Credits, 19, 30 Credits, 20, 40 Credits. 21 oder mehr, 0 Credits. Kosa Spiel. Zeig's mal kurz. Bis 7 oder 1 bis 8? 1 bis 8. Oh. 1 bis 8. 20! Yeah! Woo! Nein, ich hab keinen Bock mehr. Ja, also, da kann man jetzt richtig gut Geld verdienen, wenn man es richtig macht, aber ich. Hat jetzt nur Glück. Ich habe es vorher auch eigentlich noch nie gespielt. Also war es auch für mich gerade das erste Mal, aber ich bin nicht so diese Art von Zocker. Oh. Gut, da haben wir jetzt wieder eine Quest. Und die erfüllen wir auch gleich. Aber erstmal kümmern wir uns um die Informationen für die Emily Wong. Hieß es so? Emily Wong, yo. Man erzählt sich von ihren Aktivitäten. Glückwunsch, dass sie Fist ausschalten konnten. Ich bin mir sicher, dass er tief in etwas hier verstrickt war. Haben Sie in seinem Büro etwas gefunden, das mir helfen könnte? Was ist damit? Diese OSDs könnten ein paar Informationen für Sie enthalten. Sie haben Fist-Dateien? Das könnte noch interessanter sein, als ich hoffte. Hier, bitte, Commander, für Ihre Mühen. War kein Problem. Kein Problem. Bestens. Noch mehr im Angebot. Was wäre Ihnen eine zukünftige Zusammenarbeit wert? Zum Beispiel ein Interview nach meiner Untersuchung. Ein Exklusivinterview? Sie werden zuerst allein mit mir sprechen? Das sollte einiges wert sein. Darauf gebe ich gerne einen Vorschuss. Hier, bitte. Bitte entschuldigen Sie mich jetzt. Ich muss jetzt diese Disks überprüfen. Ja, so kriegen wir halt noch ein bisschen mehr Cash raus. Gut. Es gibt noch einen Ort, wo wir nicht waren. Aber ich habe keine Ahnung, welcher da war. Erstmal schnappen wir uns das Ding ins Bummels. Das Transit System. Transit. Bezirke. Den Sicherheitsdienst.
ist er nämlich hier rumlungern. Ja. Dort nur ein bisschen. Während da mal Shepard hinjoggt. Hallo, Jalit. Wieder hier? Haben Sie Korban gefunden? Leider ja. Ja, natürlich. Leider ja. Sie haben mich angelogen, Jalit. Gelogen? Warum sollte ich lügen? Und was ist mit den Daten über den Keeper? Er hat es Ihnen gesagt? Ich wollte nicht, dass das geschieht. Ich fürchtete, Korban würde mich wegen der Daten umbringen. Daher hoffte ich, Sie würden sich um ihn kümmern. Ich zeige Sie an. Jetzt sind Sie dran. Volltrottel! Ich zeige Sie an. Das kann nicht so weitergehen. Ich werde darüber Bericht erstatten. Aber ich kann nicht. Was passiert mit den Daten, wenn ich weg bin? Was wird aus unserer Forschung? Daran hätten Sie früher denken sollen. Aber diese Daten könnten dazu benutzt werden, alle Geheimnisse der Keeper aufzudecken. Denken Sie nur, was wir alles über die Zitadelle erfahren könnten. Und weiter? Reden Sie. Ist mir egal. Und weiter? Was ist mit diesen Daten? Nun, es ist alles noch sehr am Anfang. Aber laut der ersten Scans sind die Keeper so alt wie die Zitadelle selbst. Wir lernen vielleicht, wie die Zitadelle gebaut wurde. Oder warum die Keeper immer alles umändern. Es gibt endlos Möglichkeiten. Ich bin nicht gut genug. Schade. Sie kommen nicht ungeschoren davon. Nein, bitte. Ich tue alles. Ich habe Credits. Lassen Sie mich gehen und Sie bekommen sie alle. Was geht hier vor? Bereitet dieser Volus Probleme, Commander? Definitiv. Ja, alles okay. Gut, Leute, ich muss hier jetzt früher Schluss machen, weil wegen Tür. Das heißt, bye bye.